Am Horizont meint man die Krümmung der Erde erkennen zu können. Das schwarze Lavagestein scheint noch nicht ganz erkaltet. Dieser Ort spiegelt Entstehung und Untergang auf kleinstem Raum. Die Kanareninsel La Palma ist die Heimat von Manuel Díaz Fernández. 1966 wurde der Maler in der Inselhauptstadt Santa Cruz geboren. Hier studierte er auch an der Schule für angewandte Kunst. Später besuchte er in Rom das Institut für europäisches Design. Hauptberuflich arbeitet Manuel für die spanische Fluggesellschaft Iberia, ein Job, der viel Disziplin und die Einhaltung straffer Regeln erfordert. Vielleicht sind auch deshalb seine Bilder so bunt und unkonventionell. Naturgesetze existieren hier nur am Rande. Ich lasse mich von meiner Kreativität leiten. Ich liebe die Farben und die Natur. Ich erschaffe Landschaften, in denen ich selbst die Formen und Farben bestimme. Ich denke mir zum Beispiel gerne Pflanzen aus, bei denen die Blütenblätter aus Fischen bestehen. Ich spiele gerne mit den Dingen, die man auf der Insel sieht. Ich liebe Farbkontraste und male sehr gerne mit Aquarellfarben, denn ich mag es, wenn sich die Farben vermischen. Ich male das, was ich fühle. Das ist Ausdruck meiner Lebenslust und meiner Gefühlswelt. Ich bin hier auf La Palma geboren und lebe hier auch sehr gerne. La Palma ist eine sehr ruhige Insel mit einer prächtigen Vegetation. Es gibt diese tollen Kontraste und Sonnenuntergänge, viele kleine Strände, das Meer. Man kann hier gut leben, aber es ist auch nicht immer leicht, denn wir sind weit ab vom Weltgeschehen und ab und zu fehlt mir der Trubel, den es anderswo gibt. Aber wir haben hier alles, was wir brauchen, und wir haben ein gutes Klima. Ja, manchmal möchte ich gerne in meine Bilder eintauchen. In dieser Welt gibt es kein Geld und keine Korruption. Da gestalte ich mir eine Welt, die schön und perfekt ist, zumindest für mich. Die meisten Leute finden meine Bilder schön, weil sie so bunt sind, so kontrastreich, so lebendig. Das hilft ein bisschen, die Natur und das Leben zu verstehen. Neben seiner Heimat La Palma gibt es aber noch einen anderen Ort, an dem Manuel sich sehr wohl fühlt, und das ist Berlin. Ja, ich fliege oft nach Berlin, weil dort mein bester Freund lebt. Ich mag Berlin sehr, das ist eine moderne Stadt, wo unheimlich viel los ist. Da wird viel Neues ausprobiert. Es gibt viele Künstler dort, viele Ausstellungen, eine reiche Kulturszene. Ich gehe gerne auf die Museumsinsel. Am Potsdamer Platz sind immer irgendwelche Ausstellungen.
Eine schöne Stadt. Me gusta ir mucho a Berlín, sí. Manuels Haus liegt an einem steilen Abhang hoch über der Inselhauptstadt Santa Cruz. Der üppige Garten ist ein kleines Paradies, eine eigene bunte Welt, in der 1000 Blüten dafür sorgen, dass dem Maler die Inspiration niemals ausgeht.